Das Kinderhaus Amstetten Sonnenschule ist eine Einrichtung, die auf die Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen eingeht. Es ist ein Ort, der innerhalb der Sonderschulgemeinde Amstetten die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern der Sonnenschule Amstetten im Alter von 6 bis 18 Jahren nach Schulunterrichtsende sichert. Der Kinderhort ist ein ganz wichtiges Angebot für die Betreuung von Kindern mit einem sonderpädagogischen Bedarf. Und der Standort ist deswegen so gut, weil dort mit der Sonnenschule einfach eine Institution da ist, die sich um diese Kinder während der Schulzeit kümmert. Und die Nachmittagsbetreuung ist eine ideale Ergänzung zu diesem Angebot. Der Standort an und für sich ist einer der wenigen, wo wir mit einem sonderpädagogischen Zentrum, einer ASO, zusammenarbeiten, weil hier Kinder mit besonderen Bedürfnissen, zum Teil auch mit Mehrfachbehinderungen betreut werden. Ein Ort der besonderen Menschlichkeit und Zuwendung und auch der besonderen Herausforderung für die Mitarbeiterinnen. Seit genau 15 Jahren betreibt die Volkshilfe Niederösterreich die Horteinrichtung mit dem Ziel, die pädagogische Arbeit und Betreuung am Wohlbefinden jedes Einzelnen zu orientieren. Wir sind eben hier eingruppig zugelassen, das heißt, wir können hier derzeit 16 Kinder maximal gleichzeitig betreuen. Derzeit haben wir hier 15 Kinder, wobei es über das Jahr war auch schon wirklich voll. Und von der Betreuung her, es geht halt eben darum, hier die Eltern in erster Linie zu unterstützen, dass sie ihrer Berufstätigkeit nachgehen, die Kinder zu unterstützen eben bei der Erledigung ihrer Schulpflichten, also das heißt Hausaufgabensituation. Und wenn das erledigt ist, dann steht natürlich die Freizeit und der Spaß im Vordergrund. Einfach so, dass den Kindern hier bis um 17, 15, so lange haben wir offen. Die Persönlichkeitsentfaltung ist das Fundament der inhaltlichen Grundsätze. Jedes Kind wird als Individuum mit eigener Persönlichkeit anerkannt und respektiert. Sie in ihrer individuellen Entwicklung zu betreuen und zu unterstützen, ist daher oberste Prämisse. Unser besonderer Schwerpunkt in der Arbeit liegt im emotionalen und sozialen Bereich. Die Kinder haben hier teilweise sehr große Schwierigkeiten und wir achten darauf, ein gutes Miteinander zu erlernen und zu fördern und zu unterstützen. Seit diesem Jahr liegt auch ein besonderer Schwerpunkt in unserer Arbeit, in der Arbeit nach dem Konzept Gesundes Kinderhaus. Hier arbeiten wir zu den Bereichen Körperpflege und Intimität, Entspannung und Achtsamkeit, Ernährung, Gesundes für Kopf und Seele und Bewegung und Sport. Vor genau 15 Jahren wurde der Grundstein für den Hort gelegt. Maßgeblich am Entstehen beteiligt war die frühere Sozialreferentin und heutige Bürgermeisterin der Stadt Amstetten, Ursula Puchebner. Mit einer großen Geburtstagsfeier, die von den Hortkindern mitgestaltet wurde, wurde das 15-Jahr-Jubiläum gebührend gefeiert. Ein Geburtstag, der es auch erlaubt, ganz besondere Wünsche zu äußern. Persönlich würde ich mir wünschen, dass es viel mehr inklusive Angebote gibt. Persönlich würde ich mir wünschen, dass es nicht die Sonderschulhortbetreuung gibt und die normale Hortbetreuung gibt, sondern dass Kinder gemeinsam betreut werden, weil das für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt wäre in eine inklusive Gesellschaft. Ich sage immer, wie und wo sollen Kinder lernen, sich zu verstehen, wie und wo sollen Kinder erkennen, dass es Unterschiede gibt, dass aber auch Kinder mit Behinderungen große Stärken haben, wenn sie sich nicht kennenlernen, wenn sie sich nicht berühren, wenn sie nicht aufeinander zugehen. Und von Erwachsenen erwartet man dann, dass man Menschen mit Behinderungen in Betriebe aufnimmt, dass Menschen mit Behinderungen Jobs kriegen, dass sie voll inkludierte Mitglieder der Gesellschaft sind. Aber das kann man nur lernen, wenn man sich als Kinder begegnet. Und darum würde ich mir eigentlich viel mehr inklusive Kinderbetreuung wünschen, auch viel mehr inklusive Beschulung wünschen, weil ich überzeugt bin davon, das entspricht eher unserer Gesellschaft und wäre ein wichtiger Beitrag zur inklusiven Gesellschaft. Alle Informationen zum Kinderhaus Amstetten Sonnenschule gibt es unter anderem auch auf www.noe-volkshilfe.at.